Und willkommen zurück zu Deus Ex im Majestic 12. Im pazifischen Labor von Majestic 12. You're the one that just cleared for level 1. Yeah. Yep, das bin ich. That's me. You are welcome to stroll around the laboratories, but respect the work that we do here. Your security pass can be cancelled with no warning. I've looked forward to this for a long time. Security is watching through the cameras. If you cause trouble, an alarm will sound, and the guards won't wait to ask questions. Yes, sir. I'll try not to get in anyone's way. Do not ask the scientists questions. They are very busy. Okay, wo sind die Kameras? Da vorne. Was ist das denn für ein Viech? Holy shit. Kriege ich dich? Nein, ich krieg dich nicht. Ohne, dass es jemandem auffällt. Also gut, dann versuche ich es eben mal auf die friedliche Art. You're the one that just... Ja, das kennen wir. So, das da kenne ich schon aus dem Vorspann. Du bist ein MJ-12-Kommando. Wart ihr nicht die auch... They don't let me talk to lab personnel. Bei Max Chen im Lucky Money reingestürmt seid. Ist das der Lüftungsschacht, aus dem man rauskommt? Ist ja cool. So, hier ist die Hand, die nach der Erde greift. Sehr dezent, sehr subtil. Was haben wir hier? Eine Codetafel, die ich mit zwei Tools überschreiben kann. Ich bin versucht zu versuchen, was passiert, wenn ich das tue. Oha, was haben wir denn da? Eine Treppe nach unten. Und ich sehe gerade, ich brauche hier Energie. Ich glaube, ich mache mal hinter mir zu, für alle Fälle. Da sind zwei Gänge. Raumkodierung ist also hier. Ja, das sieht so aus, als gäbe es das hier. Vielleicht sollte ich mich mal etwas stärker bewaffnen. Ja, ich fürchte gerade, ich werde mich hier rausballern müssen nachher. Munition. Sehr gelegen. Nehme ich gerne. Labs are down the hall. I think you're lost. Yep, bin ich. Natürlich. Mhm. Auch hier wieder ein Lüftungsschacht. Wie man den benutzt, werdet ihr wahrscheinlich bei Zwergesel erfahren. Ein Dietrich. Hey, what are you doing in here? Hab mich verlaufen. Ein Dietrich. Death from above. Der Tod von oben. Pistole, Zigaretten. Nee. Finde ich jetzt nicht so spannend. Ich speichere mal. Und dann teste ich mal, was hinter diesen Türen. Okay, 50 Credits. Mhm. Kann man machen. Aber die kriegen das mit und finden das nicht so toll. Da war ich schon. Labs are down the hall. Ja, ja. Dann schaue ich doch mal. Die ist einfach mitkriegen. Obwohl man mich hier überhaupt nicht sieht. Hier ist eine Pfefferpistole drin. Nee, das lohnt sich nicht. Dann wüsste ich gerade noch gerne, was bei dem Typen da hinten dran ist. Pistolmunition und noch ein paar Credits. Nö, das lohnt sich nicht. Dafür fange ich keinen Stress hier an.
Das sehe ich gar nicht ein. Komm ich hier rüber? Ach nee, weil ich kann hier drüben hoch. Und hier ist einfach nur eine Wache. Okay. Kriegen die das mit, wenn ich das Sicherheitsterminal hacke? Auch hier wieder. Daedalus. Another damn loyalty check. Das kann natürlich Zufall sein. Ah, das ist das Logo auch von Majestic 12. Ich mach einfach mal die Kameras hier aus. Aber die soll bitte zu bleiben. Das dürfte die Klappe sein im Boden. Down the hall. Was ist das? Mülleimer. Aha. Und das haben wir hier. Ah, zwei Dietriche. Da ist bestimmt was dahinter. Feuerlöscher. Brauche ich nicht. Schokoriegel. Ne. Nein. Hä? War gerade ein Grafikfehler? Egal. Halb so wild. Alles gut. So, wo war das Verschlossene? Das war hier drüben, ne? Genau, da war das. Zwei Dietriche. Greift er mich jetzt an, wenn ich das hier knacke? Nö, das interessiert ihn nicht. Okay. Dann war das oben also nur, weil das wahrscheinlich private Räume waren. Eine Pistole. Ne. Ich gebe doch nicht zwei Dietriche aus für was ich schon habe. Zumal ich ja auch festgestellt habe, dass ich die Munition von den Waffen, die ich aufsammle, auch gar nicht bekomme. Wenn ich die Waffe schon habe. Okay, dann habe ich hier die Kameras ausgeschaltet. Und ansonsten gibt es hier hinten nichts mehr. Die Dame hat ein geiles langes Teil. Return to where you belong. Yep, ist okay. I was not told to expect another receptor. Du willst umdrehen, du willst umdrehen. Ja, okay, willst du nicht. Eigentlich wollte ich mich ja gerade da umsehen, wo ich herkam. Weil es ja angeblich laut. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Jock oder Daedalus meinte ja, hier so müsste der Rumcode sein. Ist das ein Aufzug nach unten? Was gibt's denn hier so Schönes? Nichts. Vielleicht oben? Ja, oben könnte was sein. Zwei Access. Aber wie komme ich da hin? Ach, natürlich. Ich depp. Mit dem Aufzug, ne? Natürlich. Ich dachte, hier wäre noch ein Lüftungsschacht. Genau. Das ist kein Aufzug, sondern einfach nur so eine kleine Plattform, die hochfährt. Ambrosia. So sieht Ambrosia aus. Ambrosia. Dann hacke ich mich doch mal hier rein. Muss mich nur beeilen, ne? Hier auch wieder Daedalus. Also Majestic 12. Ist Daedalus wohl doch irgendwie unterstellt? Warum vertraue ich dem Daedalus? Nanotech-Klingen, ROM hochladen. WS, Walter Simons, Viruslieferung. Okay. Das ist interessant. Kontrolle der Triaden, Walter Simons. Und schnell raus. Hui, da ist meine Hackzeit fast abgelaufen. Aber das dauert, bis die sich wieder auflädt. Ziele, Notizen. Okay, ich habe alles hochgeladen. Ich habe es aber nicht selber bekommen. Müsste sich jetzt nicht irgendwie Tracer Tong oder so melden? Ich würde da gerne nochmal einen Blick reinwerfen. Auf die anderen E-Mail-Accounts, die es hier so gibt. Interessant finde ich, dass Walt Simons hintenrum wirklich von dem Virus spricht. Und was hier, wen haben wir hier? Lundquist, Bates. Nee, sieht nicht so interessant aus. Fernkarikaturen, Polizei Hongkong, nee. Wow, das war gerade knapp, oder? Das war gerade auf den letzten Drücker. Ach, jetzt, da ist er. I have uploaded the component the Triads need. Nee, das ist die falsche Richtung. Nein. Nein. Ihr kriegt mich nicht. Ich habe Tempoerhöhung.
Ich will hier gar nicht groß rumballern. Ihr seid mir vollkommen in der Überzahl. Da. Schnell! Ich sagte schnell! Ich sagte schnell hier raus! Tür! Tür! Hoch! Ich dachte, die Tür würde hinter mir zugehen. Wow! Ach so, ja. Was alive. Puh, dann wäre das geschafft. Das war ja irgendwie ein bisschen knapp. Schade, dass ich mich da unten nicht noch ein bisschen weiter umschauen konnte. Habe ich einen Spielstand im Aufzug? Nee, ne? Nur hier bei Westerlife. Schade. Aber gut, ich habe bekommen, was ich wollte. Und wahrscheinlich auch ein bisschen Schaden. Ja, das heile ich mal eben. Ich habe doch hier die Regeneration. Die schöpfen ja irgendwie alle keinen Verdacht. Kann ich da eigentlich rüber? Skitter. Was? Warum sind die jetzt auf Ärger aus? Wo ging's raus? Da ging's raus. Warum greifen die mich an? Warum greifen die mich an? Haben die gerade das Wort von Jurassic 12 gekriegt? Oder war das, weil ich aufs Geländer gesprungen bin? Keine Ahnung. Auf zu Tracer Tom. Du bist doch der kleine Junge, ne? Von der, die da bedroht hat. Was? Have you heard of Maggie Chow? A former Atlas. Very respected. Sie spendet. Aber ich glaube, den Dialog hatte ich schon mal. Vielleicht habe ich danach den mal geladen und den FAT doch nicht geführt. Was war es? 1999, ne? Nee. Was war der Code hier? 1997. Und hinten dran bitte die Tür schließen. Habe ich Schaden gekriegt? Ja. Auf zu Tracer Tong. Puh, das war irgendwie weniger gewalttätig, als ich dachte. Aber spannender, als ich dachte. So, ich hoffe, der Tracer Tong. Also, was ich denke, was jetzt passiert, ist, dass wir ein zweites Schwert basteln. What are you doing here? The Triad leaders are waiting in the temple. Niemand hat mir was vom Tempel gesagt. Oder wurde mir das gesagt und ich habe es übersehen? Oder so? Ah, vielleicht. Kriege ich irgendwo Bioenergie her? Auf dem Helikopterfeld, na, da war so ein Roboter, so ein Bot. Wäre jetzt halt ein. Hat da gerade jemand gehauen? Das wäre halt gerade ein ziemlicher Umweg. Also zum Tempel. Wahrscheinlich war ich noch nicht aufmerksam. While you are here, observe the laws. Aber gut, ist ja nichts passiert. Ich kann immer noch rübergehen. You must have one ja, mit dem habe ich auch schon gequatscht. Da ist nichts mehr. So. Nein. Und zu. Genau. So, da drin warten also die Triadenanführer. Speichere ich hier nochmal ab. Und ich werde jetzt noch zum Helikopterpad rübergehen und gucken, ob ich von dort nicht ein bisschen Bioenergie mir schnappen kann. Und in der nächsten Folge geht's dann beim Tempel weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss!
Thank you.